Im Moment haben Österreicherinnen und Österreicher ca. 250 Über- und Mehrstunden, die sie machen, und gleichzeitig ca. 10 Milliarden Stunden unbezahlte Arbeit, die sie machen. Darin ist auch die unbezahlte ehrenamtliche Arbeit inkludiert. Auch die wird irrsinnig erschwert werden. Die Frage, die sich stellen wird, ist, werden Arbeitslosenzahlen sich dadurch erhöhen, weil wir weniger Jobs auf mehr Menschen aufteilen werden? Und damit ist auch die Frage, ob überhaupt Produktivitätssteigerungen dadurch weiter möglich sind. Und dass Menschen nur leben können fürs Arbeiten und für die Wirtschaft, ist irrsinnig problematisch, weil die Wirtschaft sollte ja den Menschen dienen und nicht die Menschen der Wirtschaft. Eine Reduzierung der Arbeitszeit bedeutet natürlich auch, dass ich einen Job auf mehr Personen aufteilen kann und insofern auch Arbeitslosenzahlen reduzieren kann. Also wir müssen insgesamt darüber reden, was Arbeit ist, wer welche Arbeit macht und was gute Arbeit und was gesellschaftlich notwendige Arbeit ist. Wir müssen einen Diskurs, einen echten Diskurs darüber führen, wie wir Arbeit bewerten wollen. Und deshalb müssen wir das Frauenvolksbegehren unterschreiben.